Alexander Knappe packt mit an. Schokoladenweihnachtsmänner, Lebkuchen oder auch herzhafte Salamis landen in insgesamt 400 Weihnachtstüten. Die Cottbusser Stadtmission verteilt die dann ab dem 13. Dezember an Bedürftige. Die Aktion ersetzt die Weihnachtsfeier, die durch Corona jetzt schon zum zweiten Mal abgesagt werden musste. 200 Personen haben wir über die Weihnachtsfeier erreicht und mit den Weihnachtstüten waren es ungefähr 370 Menschen. Und wir haben dann gemerkt, dass die Tüten gar nicht richtig gereicht haben. Das heißt, in diesem Jahr packen wir 400 Tüten und erreichen somit natürlich mehr Menschen. Der Vorteil ist, dass wir die Menschen eins zu eins sehen. Das heißt, wir gehen auf die Leute zu, man kommt ins Gespräch. So werden auch Menschen erreicht, die sich vielleicht sonst nicht aus unterschiedlichen Gründen zu einer Weihnachtsfeier getraut hätten. Die Stadt Cottbus unterstützt die Aktion finanziell. Das reicht aber nicht aus, denn die Tüten sollen reichlich befüllt werden. Zur Unterstützung hat die Stadtmission Sänger Alexander Knappe mit ins Boot geholt. Er will auf die Aktion aufmerksam machen und hilft deswegen mit beim Packen. Ich unterstütze es damit, dass ich hier bin, darauf aufmerksam mache, es teile, es poste. Dass man den Leuten sagt, dass es das hier gibt und dass diese Einrichtung natürlich auch Hilfe braucht. Ja, da draußen gibt es genug Menschen, die was tun wollen. Also vielleicht auch ein kleiner Aufruf an Menschen da draußen. Wenn ihr zum Beispiel, ich weiß, es ist doch so, glaube ich, dass das hier alles gekauft ist quasi, ne? Ja. Aber wenn da draußen vielleicht jemand ist, der sagt, ey, ich habe 2000 Weihnachtsmänner zu Hause, Schoko-Weihnachtsmänner, und die vielleicht spenden will, dann kann er das hier bei der Stadtmission machen. Genau, das ist super. Spenden können in der Wilhelm-Kühlt-Straße 10a abgegeben werden. Das kann alles sein, was in die Tüten passt und ist am besten etwas, das zum Beispiel Obdachlose direkt verzehren können, egal ob süß oder herzhaft. Ab Montag werden die Tüten dann an der Stadtmission und an den weiteren Kontaktstellen verteilt.